19 Jahren. Tja, und die Führungsfahrzeuge aus dem Haus Peugeot Hase und Ernst. Auf geht's. Erster Start, erstes Rennen, Vollgang, Tempo hier schon von Beginn an. Stefan Jensen. Sicheren Spur, auf geht's, 6 Runden, gute Fahrt und kommt alle heiter und munter wieder. Kennen sich natürlich alle gerade in den Masters, das über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Die Runden sind gestartet, pünktlich 9 Uhr und 6 Minuten, eingeführt von der Vize-Weltmeisterin im Zeitplan der Klasse. Der Junior von Pamela Marquisen, die gestern bei der Zinnerstadt wieder eine große Klasse unter Beweis ausgestellt hat, die dort das Rennen für sich hat entscheiden können. Also in ganz Deutschland gibt es nichts Vergleichbares. Was vor 20 Jahren in den Hüttener Bergen mit einem kleinen Straßenradrennen begann, ist mittlerweile ein sportliches Event, das einmalig in seiner Konstellation hier im Norden ist. Das Doppelpack rund um Aschheffel und Giro Nordhof sind mittlerweile zum größten nicht kommerziell organisierten Radrennen bundesweit geworden und zur größten Amateursportradveranstaltung in Schleswig-Holstein. Über 750 Radsportamateure in verschiedenen Altersklassen aus Norwegen, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Großbritannien und aus ganz Deutschland nahmen an dem Turnier teil und kämpften auf dem 10 Kilometer langen Rundkurs, der mehrfach durchfahren werden und von Nordhof über Knutz und Finmaste führte, um Zeit und Punkte. Start und Ziel war in der Itzehoer Straße. Hier versammelten sich auch die meisten Zuschauer, von denen sich die Initiatoren der RSG Mittelpunkt allerdings noch deutlich mehr gewünscht hätten. Ja, Manfred, du als Streckenchef wieder mal mit dem Auto unterwegs, mittendrin im Geschehen. Wie ist es denn bisher gelaufen? Aus meiner Sicht eigentlich prima. Wir hatten bis jetzt eine Verletzung und das war keine Radsportlerin, die ist so wohl gestürzt. Wir hatten bis jetzt keine Stürze, keine besonderen Einfälle. Der Wind macht mir zu schaffen, weil ab und zu mal eine Sperre umweht. Aber ansonsten bin ich relativ entspannt. Das Schöne ist, dass wir dieses Jahr eben dank guter Sponsoren eine Firma beauftragen konnten, die die ganze Absperrung aufgebaut hat. Nun, wer nicht dabei war, der hat wirklich etwas verpasst. Nämlich tolle und spannende Rennen und im wahrsten Sinne des Wortes Gänsehaut treibende Zieleinläufe, die von Moderator Peter Rode mit fachlicher Kompetenz unübertrefflich mitreißend kommentiert wurden. Ja, das wird hier der 8. Platz, so wie das aussieht, oder wird es doch einmal mehr hier für Jasper Kripalke? Die beiden dänischen Fahrer, die sind hier doch
ein bisschen voraus mit Platz Nummer 7. Jawohl, die 14, Oliver Fries, Jasper Levi-Falke und Alfred Rasmussen. Intensives Rennen, ein spannendes Rennen. Jawohl, Leute. Dänische Spitzenfahrer zieht hier an, den Nachwuchsfahrer, das war zu erwarten, 55 und 61, Matthias Christiansen und Manuel Kiefel auf den Plätzen 1 und 2. Versehen, dass er derjenige ist, der vielleicht in der Saison einen großen Sprung machen könnte. Jetzt geht's hier drauf. Wer kommt hier aus der zweiten Position? Eckert aus der zweiten Position, Winkelmann läuft hier von der Spitze, wer macht das jetzt hier? Oh, Marius Eckert, schafft er das? Janik Winkelmann kommt jetzt vorbei, jawohl! Janik Winkelmann, ja. Knallige Trigger sind wir nicht, hier, weil die 80. Mit Hattenzutschenreuth aus Melsungen in Hessen. Im Ziel. Der Hamburger, Entwickler der Mannschaft LKT. Neun Runden noch gefahren. Schauen Sie mal, was hier für Tempo förderlich wird. Schauen Sie mal, wie hier am Horn gezogen wird. Mehr an Reihe hintereinander. 25 Teilnehmer. Und so passiert das dann. Da bricht das einfach mal am Ende ab. Und dann wird es natürlich dafür die jetzt hier den Anschluss verpackt. 7 von den insgesamt 12 Rennen, die über eine Länge von bis zu 115,5 Kilometer ausgeschrieben waren, gewannen übrigens die Mannschaften aus Dänemark. Damit waren die Skandinavier die erfolgreichsten Teilnehmer in Nordhorf. Also, richtig die Vize-Weltmeisterin, aber vielleicht geht sie ja nicht mehr noch eine Stufe nach oben werden. Richard USA, da hat sie die Silbermedaille gewonnen. Tolle Vorstellung und nochmal herzlichen Glückwunsch. Das sind die ersten drei. Ende mal diesen kleinen Rechner und Linie Schmidt. Spieltöter. Applaus. Wochenende gereicht hat. Ist das etwas traurig oder fühlst du dich jetzt immer gut angekommen in der Masters-Klasse? Nein, ich will ja heute dieses Jahr so ein bisschen hin und her switchen zwischen Elite und Masters. Und mit dem zweiten Platz kann ich heute sehr gut leben, weil der Micha ist ein starker Fahrer. Und Sprinten ist ja eigentlich das, was ich kann. Ja, aber wenn man damit Sprinten. Oh, aber letztendlich kann man unter dem Strich wieder sagen, hat alles geklappt. Hat alles geklappt. Siehst du, und wenn er lacht und Herr Kohrat sagt, wir haben das gerne gemacht, dann dürfen wir uns vielleicht vorsichtig natürlich schon auf den Giro-Nordhorst Mannkuppel im Jahr 2017 freuen. Im Start- und Zielbereich hatten die Organisatoren übrigens dafür gesorgt, dass weder Zuschauer noch Aktive dursten oder hungern mussten. Der Pott mit heißem Kaffee oder die leckere Grillwurst waren genauso gefragt wie ein leckeres Pfannengyros. Selbst das Wetter hatte am Sonntag ein Einsehen und spielte weitgehend mit. Ab und zu blinzelte auch die Sonne auf diese einmalige und perfekt durchorganisierte, wirklich gelungene sportliche Veranstaltung herunter. Leider mussten die Verantwortlichen jedoch eine bittere Pille schlucken. Bei einem unglücklichen Sturz zwischen Gnutz und Tim Aspe verletzte sich ein Radsportler schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Kieler Klinik geflogen werden. Der Giro Nordhorf ist mittlerweile ein Klassiker im Bereich des Amateurradrennsports und aus Nordhorf so nicht mehr wegzudenken. Was daher immer wieder dringend benötigt wird, das sind Sponsoren, die so ein einmaliges sportliches Ereignis unterstützen. Hauptsponsoren waren in diesem Jahr übrigens die Firma Denker und Wulff AG aus Sehestedt
und die Volksbank Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg, die den Nordhofer Giro schon von Anfang an massiv unterstützt. Ein Dank sei an dieser Stelle den Anwohnern der von Vollsperrungen betroffenen Straßen gesagt, die während der Veranstaltung mit einigen Unannehmlichkeiten leben mussten. Ein sportliches Miteinander sorgte am Ende aber für einen reibungslosen Ablauf bei allen Beteiligten. Bleibt noch zu erwähnen, dass der Preis des Bürgermeisters an das Team Almeborg Bornholm vom Nordhofer Bürgermeister Horst Krebs übergeben werden konnte. Alle Ergebnisse des Rennens können hier leider nicht erwähnt werden. Zu finden sind diese aber über die Internetseiten der RSG Mittelpunkt unter rsg-mittelpunkt.de. Und am Schluss noch ein paar fotografische Eindrücke von Dr. Kai Fuhrmann aus Langwedel. Von Polizei, von Feuerwehr, von DRK.